Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eltzart. Heute sind wir mal wieder mit Rose unterwegs und werden mal ganz kurz, bevor wir jetzt zu den nächsten Dungeons und zu den nächsten Quests übergehen, mal ganz kurz gucken, was wir denn in der Post haben, abgesehen von einem Haufen anderer Roses. Wir haben einerseits den Kobo-Diorama für Rose. Okay, werden wir gleich mal anschauen. Dann eine Pet-Aufheb-Aura, alles klar. Und den Landrunner RX78. Das ist ein Pet, das man jetzt auch vor kurzem bis eben erstellen konnte. In den letzten Wochen. Ist der Perm eigentlich? Ich glaube, das ist Perm. So, machen wir einfach mal Mr. Roboter. Alter, ich möchte aber das nehmen. Okay, dann halt ohne Leerzeichen. Wieso? Ja gut, achso, wahrscheinlich wegen dem Punkt. Mit Mr. Roboto. Tomo arigato, Mr. Roboto. So, gehen wir mal ganz kurz ins Pet-Menü. Werde ich mal ganz kurz freischalten, das Ding. Ja, und passt. Okay, was haben wir denn noch so alles bekommen? Wir haben das Diorama bekommen von Rose. Okay, das ist im Prinzip ein lustiges Aura-Dingsbums da, aber das ist, glaube ich, für unsere ganzen Epileptiker da draußen nicht so gut. Okay, ansonsten, ja, das übliche Zeug, ne, was man so hier findet. Zum Beispiel das brauche ich nicht. Ach. So. Und, okay, legen wir mal los. Nächste Mission und so. Beziehungsweise Event-Mission haben wir auch abgeschlossen gehabt. Das war die wahre Kraft von Rose. Da kriegen wir einmal die Hasskill des Magiers für 7 Tage. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Was kriegen wir als nächstes? Ein Fertigkeitsring für ein paar Tagechen. Okay. Level 10 sollen wir auch noch erreichen. Alles klar. 5 Waffenarsenal des neugierigen Kriegers. Okay. Da wird es wahrscheinlich dann wieder levelspezifische Ausrüstung geben. Und dann legen wir die gerade mal an, die Halskette. Und gehen gerade mal noch Field. So. Und ja. Schauen wir uns mal wieder Rose an. Bin wie gesagt noch ein bisschen, finde es immer noch ein bisschen fuchsig, wie das, wie der Wechsel mit den Waffen funktioniert. Wir haben ja auch immerhin mal in Ciel stehen, abgesehen von den ganzen Roses hier. Guns and Roses. Jetzt habe ich meinen eigenen Witz verstanden. Also das ist interessant, ne? Auf jeden Fall, ja, probieren wir mal Rose aus, besonders die verschiedenen Kombos, würde ich auch mal ein bisschen heute angehen. Also die neuen Skills, die wir noch freischalten werden. Okay. Also ihr seht, das der Schuss mit dem Langlauf. Mit der Langlaufwaffe ist ganz schön. Hat ganz schön viel Reichweite. Das ist immerhin schon mal ganz nett zu wissen. Die Questhilfe ist nicht wirklich an, ja. Auf jeden Fall wird mir nichts angezeigt. Ist auch egal, brauche ich nicht unbedingt. So, dann machen wir das mal geschwind. Und wie gesagt, also die Schnellschusswaffe, auch wenn sie nicht viel Schaden macht, allerdings macht sie sehr viele Hits, sehr viel Knockback, was im Endeffekt bei PvP besonders interessant sein könnte. Die Kanone dagegen ist genau auch sowas, macht extrem viel Knockback, aber auch sehr viel Schaden, also ist quasi das Zehnfache vom Schnellschuss. Und dann haben wir die relativ ausgeglichene Waffe mit den Revolvern. Also die machen allerdings einen kurzen Explosionsschaden und einen normalen Angriffsschaden. Also das, was ich gerade so ein bisschen gesehen habe, da gab es auch mal kurz Schaden nur 30 oder sowas. Und das war irgendwie Schaden, der produziert wurde aufgrund des Treffers. Ich weiß es nicht ganz. So, auf jeden Fall schließen wir mal die Epic Ups ab. Händler sind so berechenbar. Nichts ist umsonst. Was kann ich für dich tun? Gut. Meine Daten sind nicht die aktuellsten. Ich brauche neue Informationen. Okay. Also im Prinzip, was Rose und Zero erstmal versuchen, ist, ja, die Leute hier kennenzulernen, zu verstehen, wie die Leute von Ilios tatsächlich ticken und, im Endeffekt langsam aber sicher ihre Mission voranzubringen, Informationen zu beschaffen vor allen Dingen, weil sie kennen sich ja gar nicht aus. Diese Typen, was brauchen sie noch?
Leere Versprechungen. Er hat sich ja vor, uns um einen weiteren Gefallen zu bitten. Lass dich nicht so übers Ohr hauen, Rose. Verstanden. Ich breche gleich auf. Rose, möchtest du nicht vielleicht ein bisschen deinen Kopf benutzen? Zum Denken? Mann, Simon, seid ihr so gemein zu uns? Okay, weil haben wir ja eine Nebenquest jetzt im Feld. Ich überlege gerade. Quest im Feld? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und mal die restlichen Skills anschauen, mal ganz kurz. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie jetzt überhaupt da ist. Ich würde mal nur ganz kurz gucken, was wir denn noch so alles bekommen. Ach, wir bekommen den Landrunner RX78 als spawnbares Vieh, wie es aussieht. Aha, das sucht einen Gegner raus und greift ihn an. Okay, und bei Spriggern gehen wir mit den Doppelpistolen los und ja. Okay, interessant. So. Gut, dann haben wir uns jetzt doch mal kurzfristig entschieden, dass wir mal lieber mal Dungeon machen. Dann sehen wir auch ein bisschen was von den neuen Dungeons, den geänderten Dungeons. Gucken wir uns noch mal ganz kurz die Kombos an in der Zwischenzeit. Oh Gott. Lara ist eine Freundin von uns, die, ja, die jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger aktiv ist. Okay. Hängt vor allen Dingen am Event ab, wie es aussieht. Ich wollte schon sagen, weil mit 41 direkt Day 1, das ist dann schon ein bisschen arg, aber ja, wenn es dann Item gibt, Level 40, ja, pff, total uninteressant dann eigentlich. Okay. Ja, ich denke mal, da werden wir auch, was Rose betrifft, sage ich mal, eher uns versteifen mehr auf die verschiedenen Combo-Arten, auf die verschiedenen Skills und weniger darauf, dass wir wirklich langfristig erstmal LP machen. Weil die Sache ist ja die, bis es mal Klassenwechsel gibt, beziehungsweise bis mal relevante Klassenwechsel gibt, ist, sage ich mal, Rose für uns mehr oder weniger jetzt mal erstmal einen Appetit haben, um zu sehen, was jetzt auf uns zukommt, so in nächster Zeit. Und einmal die Synchro zu erleben. Und die Synchro gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also ich habe mich schon ein bisschen damit angefreundet. Allerdings wundert es mich, dass Rose ein bisschen leise vorkommt. Also, ne? Und die hat so, ich weiß nicht, die kommt immer ein bisschen leise. Zero dagegen ist immer perfekt vom Sound, von der Lautstärke. Aber ja. Auch das Mini-Icon finde ich richtig toll, aber ja. Das ist ein Problem, was wir hier haben, die ganzen Mounts, ne? Die machen einfach alles kaputt. Man will die Charaktere dann kennenlernen, wie ja. Okay, da fragt jemand mit Level 85 nach einer Skillleiste B. Es kommt ein bisschen spät, mein lieber Freund. Kommt ein bisschen spät, aber kannst du ihn immer noch fragen. Okay, so kommt auch schon der End. Der Zornige. Das Skill Cut-In ist ebenfalls sehr schön. Ich wäre eigentlich mal neugierig zu gucken, ob es denn bereits weitere gibt. Piu, 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 piu. Ein ziemlich ungleiches Pärchen, Rose und Zero. Aber ja, irgendwie sympathisch die beiden. So, dann haben wir jetzt, müssten wir auch Level 10 erreicht haben. Also sprich die Event-Quest, die eine, die wird jetzt abgeschlossen. Und dann fahren wir so ein bisschen mehr über das, was jetzt so kommt. Und haben schon da direkt unsere erste Bosswaffe mit Rose, wie es aussieht, schon ergattert. Ne, das ist für Rena. Entschuldigung, das ist für Rena. Kommando zurück, ist für Rena. So. Einmal Epic-Quest. Dämonenwelt also. Interessant. Hör gut zu, Rose. Die Dämonen könnten diejenigen sein, die wir suchen, die hinter der großen Katastrophe stecken. Immer verdächtigen alle die Dämonen. Die Dämonenwelt. Ob die Dämonen wirklich die Ursache für die Bedrohung unseres Himmelreichs sind?
Mal sehen, mal sehen. So, auf jeden Fall gibt es erstmal hier schön Level 10. Und dann haben wir jetzt einige Dinger bekommen. Einmal für Eltrion haben wir jetzt, für den Raid-Boss, der jetzt frisch erschienen ist, haben wir jetzt ebenfalls mal ein paar Quests bekommen. Außerdem immer noch für uns interessant, nochmal weitere solche Event-Items, mit denen wir wieder Sachen freischalten können. Und mit Level 20 erreichen bekommen wir wieder mal so eine lustige Schriftrolle der Weisen. Aber jetzt gucken wir erstmal rein, was es denn in dieser schönen Würfel drin gibt, ne? Was das so alles drin ist. Okay, also im Prinzip nur eine Waffe. Aber die ist direkt auf plus 10. Okay, dann nehmen wir die gleich mal. Ja, ist okay. Kann man machen. Und ziehen uns direkt das Teil auch mal rein. So, jetzt müssen wir allerdings ein bisschen überlegen, welche Quests, welche Skills wir jetzt mitnehmen. Inzwischen haben wir schon ein gutes Arsenal an Quests. Das interessiert mich nicht. Ich würde mich eher mal für den Roboter begeistern. Einfach mal ausprobieren, wie der Roboter so funktioniert. Vielleicht ist es sogar ganz gut gegen irgendwelche einzelnen Gegner. Vielleicht kann er auch sogar mehrere Gegner angreifen, wenn die nahe genug beieinander stehen. Okay, also im Prinzip, der wird dann von uns aufgestellt, rennt dann einfach mal lustig los und sucht dann nach einem passenden Gegner für sich. Und nachdem er dann einen gefunden hat, detoniert er, der arme Kleine. Okay, dann schauen wir uns gleich mal Barrage an, oder wie das heißt. Spriggan. Spriggan heißt es. Ah, wieder Boss. Wieder Boss im Prinzip. Wieder Boss in Bälder. Wuhuhu! Das sah jetzt abenteuerlich aus. So, auf jeden Fall, Springern sieht schon mal echt klasse aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir mal up close mal... Okay, da greift sie aber auch mit einer bestimmten Waffe an. Los, mein kleiner Randrunner! Och, es ist ja kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Sop, sop, sop. Ja, auf jeden Fall eine Menge Rose-Enthusiasten dabei. Also es ist aber auch typisch für neue Charaktere, wenn sie rauskommen. Dann ist erstmal der Ansturm an den Charakteren. Relativ direkt da und das Interesse am Charakter aus relativ schnell da. Allerdings bin ich gespannt, wie viele Leute tatsächlich Rose am Ende spielen werden, weil das ganze Waffenwechseln verlangt natürlich von einem, dass man insgesamt eigentlich vier Movesets sich einprägen muss und besonders dann später, wenn man dann die Spezialisierung hat auf eines von den Waffen durch die Klassenwechsel, dann ja. Du musst deine Mission beenden, sonst komme ich niemals zurück ins Himmelreich. Da denkt die nur an sich, ja. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich bin GR0, die Haupt-KI des Himmelreich-Verteidigungssystems. Aha. So ist das also. Ich hatte mich schon gefragt, wo er bleibt. Okay, das ist, warte, haben wir jetzt dieses Dingsbums da, genau, wegen dem Pet, aber das ist eigentlich relativ uninteressant, für uns ist nur das Tutorial nochmal ansprechend, und dann geht's natürlich direkt weiter mit der Hauptmission. So, natürlich haben wir jetzt auch die Kobo-Waffe, Juleke, ja, die Kobo-Waffe könnten wir eigentlich auch gleich anziehen, weil im Prinzip, ja, Field Robo, ja, habe ich auch. Dann machen wir das mal. Okay, da, also der Robo sagt mir nicht ganz so wirklich zu. Dann überlege ich, ob man dann vielleicht doch mal lieber wieder auf Silberschuss gehen sollen. Und ja, im Laufe der Zeit werden wir dann ja verschiedene Quests, verschiedene Skills haben. Und dann uns noch ein bisschen spezialisieren können auf bestimmte Sachen. Ah, machen wir direkt mal ein Boss hier. Viel Boss.
Ah, was ist denn der Rest vom Feldboss? Irgendwie ist der nicht da. Oder sehe ich da was? Ne? Bastiani ist ebenfalls nicht mehr auf der Jagd. Also wahrscheinlich ist der über alle Berge. Und wir haben ihn schon kaputt gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich die Kanonen auch interessant, auch wenn sie etwas schwierig zu handhaben sind, weil sie vergleichsweise echt langsam sind im Vergleich zu den anderen Schusswaffen. Die Pistolen mag ich allerdings extrem. Die mag ich wirklich sehr. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich bei meiner Klasse, also ich werde später Optimus wählen, wird es wahrscheinlich mehr auf die Schnellschusspistolen gehen. Deshalb werde ich mich ein bisschen erstmal versuchen, an die zu gewöhnen und dann so nach und nach erstmal rüber zu gehen zu den anderen Waffen. Ah, wir haben nicht mehr lange. Irgendeiner hat ein Level Up. Ah, man kann auch hochtreten. Okay. So, dann haben wir einmal unsere Nebenquest gemacht. Unsere Wiederholungsquest. Dann, andererseits unsere Epic. Weil wir natürlich wieder ein bisschen was erfahren werden für das Story. Hab ich toll hingekriegt, oder? Hör auf mich, dann wird dir alles gelingen. Das kann ich nicht verleugnen. Aber diese gute Ausdrucksweise. Das Dreifache? Trägt er eine silberne Maske oder was? So, dann würden wir mal, denke ich mal, allmählich wieder zurück nach Elder. Ja, Lina ist auch schon unterwegs. Nach Elder, dann werden wir mal ganz kurz gucken, was denn für lustige Attribute hier freigeschaltet haben. Wir werden jetzt noch nichts auswählen, aber wir können ja schon mal ein bisschen rumgucken. Ressourcenverbrauch sinkt um 80% bei Ausweichschuss, okay. Bei Barbecue, Angriffskraft steigt, okay. Alles andere kommt erst auf Level 18. Ja, werden wir dann sehen. Okay. Außerdem gibt es schon die ersten Leute, die das Set bereits, was jetzt im Moment im Hitzer drin ist, nämlich das Henya-Meister-Set, bereits gefarmt haben, beziehungsweise rausgezogen haben aus den Eisstatuen-Hitzer. Ich finde es immer ein bisschen früh, wenn der Charakter gerade erst draußen ist und direkt schon die Leute das Set haben. Aber gut, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Andererseits sieht man dann dadurch relativ schön, wie es schon am Endcharakter aussieht. Wobei man inzwischen auch die Vorschau-Funktion hat beim Cash-Shop, wo man sich dann die Erhitzer-Sets beim eigenen Charakter anschauen kann. So, jetzt will ich mal kurz auf Kobo-Waffe überwechseln. Ich weiß, ich habe da weniger Angriff, aber die XP werden es mir machen. Also reicht mir das. Oder, für die XP sollte man vielleicht doch Schaden haben. Ah ja, dauert immer ein bisschen, bis man wechseln kann. Okay, was mir gerade aufgefallen ist, wenn man Waffe wechselt, dann erscheint über Rose außerdem ein Symbol, je nachdem welche Waffe gerade aktiv geschaltet ist. Okay, und wir haben wieder einen Haufen Zeug in der Post, in die Post bekommen. Cool. Werden wir uns auch gleich anschauen. Dann nehmen wir mal die Langflinte. Das Schöne an der Langflinte ist auf jeden Fall die Reichweite. Der Schaden ist so mittelstark. Bei der Pistole allerdings ist, glaube ich, der Schaden sogar ein bisschen höher als der Langlauf. Und dafür hat die Reichweite etwas kürzer. Lina ist gerade am Einpennen, glaube ich. Ist aber auch nicht schlimm, wir machen eh demnächst Schluss. Ist auch ein bisschen spät, dass wir angefangen haben. Oh, Panty Shot? Nein, kein Panty Shot.
Nicht heute. ja, wir haben ja relativ spät angefangen mit Rose antesten und ja, mal die ersten Skills und alles mal ausprobieren. Mal ganz nebenbei von den ganzen Skills und so, das Charaktermodell betont sehr ausdrücklich, was für eine Fanbase sie anstrebt. Also wenn man auf die Oberweite jetzt ein bisschen abzielt. Ich bin wieder ein Mann, ich bin wieder typisch Mann, ich gucke wieder ein bisschen auf die Oberweite, weil ist auch ein hübsches Mädchen, muss man sagen. Und ja, dann guck mal halt auf Details. Und diese Rose ist ehrlich schon Level 80. Wirklich, Day 1 Level 80. Okay, muss man glaube ich nicht unbedingt verstehen. Ansonsten gibt es das Bingo-Event, habe ich auch glaube ich schon mal kurz erwähnt gehabt. Man kann auf jeden Fall auch schon mal gucken, was es für Erhitzersets im Moment gibt. Da gibt es einmal das Handymeister im Moment für Rose und andererseits ist für das Erzengel-Set für Rose. Da hat man auch sogar, wenn man die letzten Wochen online war, hat man auch eine Eisstatue geschenkt bekommen und konnte entsprechend auch, hatte auch schon die Chance, direkt ein Erzengel-Teil rauszubekommen. Und ich hatte auch direkt Glück, ich habe direkt Erzengel-Schuhe, wow, nice. Ich habe direkt Erzengel-Schuhe gezogen. Ich bin relativ stolz drauf. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht das Ding so eingestellt ist, also diese eine Eisstatue, die da war, dass man einmal 40, okay, Weiterentwicklung unbekannt. Aha. Okay, nehmen wir mal einfach alles mal mit und gucken einfach mal. Natürlich relativ langweilig, wenn wir dann hier schon direkt mit 40 da hier rumspringen. Und jetzt gucken wir mal. Ach, deshalb sind manche Level 80. Okay. Probieren wir das mal aus. Und es ist ein Junge. Oh, ich bin auch Level 50. Alter, bam. Woo! Okay, jetzt haben wir einige Level natürlich übersprungen durch die Geschichte. Ist zwar ganz nett, dass man so halt, sag ich mal, mehr oder weniger direkt einsteigen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ganze einschätzen soll. Okay, man bekommt auch eine nette Aberwaffe für Rose mit dem... Achso, das ist sozusagen im Stil von einer späteren Waffe, glaube ich. Ja, könnte sein. Aber ich mag irgendwie das Promo-Ding. Ja gut, hat die Stats, ne? Da muss man halt mal dazu nehmen. Okay, dann haben wir Zubehörwürfel. Und da geht es um die Eltrion-Dinger, okay. War mir schon fast klar. Ziehen wir uns mal ganz kurz rein, was für Effekte die denn so haben. Okay, sieht einmal so aus. Dann hat das andere den. Dann haben wir so einen lustigen Schweif. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Und dann haben wir die Brille. Ja, die Brille sieht irgendwie stylisch aus. Die hat was. Ach, die Waffe, die ist nach dem Eltrion MK2. Ist, nachempfunden. Interessant, okay. Ja, jetzt ist halt die Frage. Machen wir doch nochmal einen schnellen Run, oder? Ja, weniger Level, ne? Auf jeden Fall, ich hätte mal überlegt, dass wir mal einen lustigen Run irgendwo machen. Nur die Frage ist, ja, einen Run können wir noch machen. Ich guck mal ganz kurz nach meinen Skills vor allen Dingen. Jetzt haben wir auch einen Haufen freigeschalten natürlich. Würde man sagen, ich mache mal einen Ausweichschuss weg. Ein Ausweichschuss ist so ein Ding, das brauche ich nicht wirklich. Dann Nadelkick. Das hört sich interessant an. Und die Gatling Gun. Ich glaube, das nehmen wir jetzt erstmal. So. Ach Gott, ja. Oh. Okay. Okay, dann machen wir einmal einen letzten Run noch und machen dann die Folge, beenden wir die Folge. Ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Also wie ich es bewerten soll, die Geschichte. Weil ehrlich gesagt wäre es mir lieber gewesen, wenn es ohne ein Jump-Up, also ohne zusätzliches Level-Up-Überspringen gewesen wäre.
Allerdings muss man es auch so sehen, ist für uns dann weniger Levelarbeit. Wir können relativ schnell einsteigen, auch in höhere Dungeons. Allerdings, ja, müsste ich dann erstmal einen Haufen Zeug nacharbeiten, sprich die ganzen Epic Quests und die ganzen Dungeons der verschiedenen Regionen erstmal abklappern. Aber das könnte ich dann auch mal im Laufe der Woche machen, beziehungsweise im Laufe der Zeit. Und ja, dann steigen wir dann halt das nächste Mal direkt mit einem Level 50er Bereich ein, sprich Bälder, sprich Hammel. Also irgendwas, wo schon ein bisschen spannender sein könnte, ne? Und da hat jemand ganz arg Glück gehabt, hat schon direkt Level 70 gezogen. Das ist... Es gibt Lacker da draußen, ne? Es gibt manche Lacker da draußen. Die ist direkt auch raus. Ne, die ist nicht raus. Ne, ich dachte schon. Okay, der Nadelkick funktioniert so, wie man sich es vorstellen würde. Eigentlich so ein kurzer Tritt wie à la Reyna. Okay. Und das Schöne ist, bei der einen Waffe, beziehungsweise bei einem Skill, wenn der abgebrochen wird, also wenn der nichts trifft, dann bricht er sich ab. Allerdings kriegt man keinen Mana wieder zurück. Das ist das, was mich ein bisschen wundert. Ja, die Gatling, die habe ich jetzt auch, glaube ich. Ja, genau. Die funktioniert eigentlich im Prinzip genau wie Morbas, der Morbas-Angriff von Royal Guard, also sprich Ciel als Butler. Genauso ist das ungefähr. Okay. Wie gesagt, es ist ein bisschen mit dem Überspringen von Level, weiß nicht. Man könnte auch das Glück versuchen sozusagen, ich könnte mir noch 20 andere Roses erstellen und hoffen, dass eine von den Dingern mich zufällig Level 80 macht und wir dann direkt in Dings einsteigen, wo eigentlich die Story von Rose wirklich losgeht. Aber dann ist das LP von Rose eigentlich relativ uninteressant und relativ kurz. Mach ich jetzt auch mal. Piu! Rambazamba! Macht Spaß! Ich möchte gerne mehr Gatling benutzen. Gatling macht Spaß. Ja, habe ich gesehen. Mit Y auf jeden Fall. Ich habe gerade X auch versucht. Okay. Ach, da gibt es keine Unterbrechung. Oh, ist ja nicht, dann ist ja nicht so toll wie Morbas. Morbas ist besser. Drücke X oder Y. Okay. Ach so, da gibt's keine verschiedenen Schüsse. Gut, macht irgendwie Sinn. Ist in der Gatlin. Gatlin ist Gatlin. Da gibt's halt keinen Laser oder irgend sowas. Ach, dann ist er nicht mal so praktisch wie Morbas. Morbas kann man wenigstens abbrechen oder irgendwie so, ne? So, ja, dann würde ich mal sagen, wir machen da mal an der Stelle einen frischen Cut. Sehen uns dann im nächsten Part wieder mit Elsort. Die Frage ist dann, entweder wird's dann direkt wieder Rose werden oder eben meine Elsis oder vielleicht ist der Tim dann wieder dabei mit Luciel. Das muss sich dann ergeben. Auf jeden Fall die nächste Rose-Folge, sobald sie kommt, wird dann im 50er Bereich ungefähr sein, wenn ich mal ungefähr Humble wird es sein. Und ja, sehen uns an der Stelle sozusagen wieder im nächsten Part von Rose Let's Play. Und ja, hoffe, ihr schaltet wieder nächstes Mal ein. Ne? Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.